Als wir im vergangenen Jahr hier gestanden haben, liebe Modellbahnfreunde, feierte Faller sein 70. Jubiläum. Und das wurde auch ganz groß gefeiert, im Herbst dann am Standort des Unternehmens. Jetzt ist wieder Messe 2017 und ich sage immer, nach der Feier ist vor der Feier und neben mir steht Hendrik Mielke, der wird mir sicherlich auch sagen, dass das stimmt. Auf jeden Fall. Und ich denke, jetzt sind es nur noch gut 4 Jahre bis zum nächsten Jubiläum, zum Großen, und wir hoffen, dass wir Sie dann auch bei uns begrüßen dürfen. Das auf jeden Fall, dann werde ich wahrscheinlich nicht mehr von der Pannenhexe geplagt sein, sondern dann wird es wahrscheinlich auch klappen. Wie war denn so das Unternehmensfest an Ihrem Standort? Es war wunderschön. Wir haben einen unglaublich großen Zuspruch gehabt. Wir haben deutlich mehr Besucher gehabt als erwartet. Also die genauen Zahlen kennen wir tatsächlich nicht, aber die Busunternehmen haben von 8.000 bis 10.000 Leuten gesprochen, was für uns und für unseren kleinen Ort enorm viel Personen sind tatsächlich. Also eine große Herausforderung war. Aber die Messe 2017 ist ja auch eine Herausforderung für euch. Und ihr habt euch da was ganz Besonderes einfallen lassen. Fangen wir mal an im Spur H0-Bereich, denn da gibt es ja eine Menge Neues. Richtig. Wir haben auf der einen Seite unser Highlight-Thema für dieses Jahr, unsere große Raffinerie oder chemische Anlage, haben dort mit Mitarbeitern von der BASF ein System ausgetüftelt, was es dem Bastler ermöglicht, zum einen wirklich eine kleine Anlage darzustellen, die bahnnah aufgebaut werden kann, wie wir sie hier auch zeigen. Er kann aber modular das Ganze auch weiter aufbauen mit den Kolonnen, die dazugehören, mit den Hochtanks, die dazugehören, mit Lagertanks, die dazugehören, um eine richtige chemische Anlage darzustellen, wie sie ja bei uns am Ruhrgebiet zum Beispiel zu finden sind. Richtet sich auch immer nach dem Platz auf der Anlage, beziehungsweise wie groß man so eine chemische Fabrik auf der Anlage haben will. Dann gibt es aber ein Premium-Modell, was ja besonders hervorhebt, für dieses Jahr das Hallenbad mit Rutsche. Ja, ein Schwimmbad gab es schon mal von Faller, damals mit Echtwasser. Echtwasser ist ein Thema, wo eigentlich die meisten Modellbauer inzwischen verstanden haben, dass es kaum maßstäblich zu verkleinern ist und relativ schwierig ist auf der Anlage auch mit der Feuchtigkeit und den ganzen Themen umzugehen. Wir haben jetzt ein neues, schönes Hallenbad mit hochglanzpolierten Werkzeugen, entsprechend schönen Einblicken in den Innenbereich neu erstellt, haben außen eine tolle Erlebnisrutsche dran gesetzt, haben digital bedruckten Boden, der uns das Wasser zeigt, der uns die Fliesenanlage zeigt. Also ich denke, ein würdiges Premium-Modell dieses Jahr. Das denke ich auch. Und auf dieser Schauanlage, die wir hier vor uns haben, sehen wir auch noch viel, viel mehr. Wie zum Beispiel den Knast oder sagt man Gefängnis oder Justizvollzugsanstalt. Es gibt also so viele tolle kleine Hingucker bis hin zu der Kirche mit diesem ganz besonders schönen Dach. Ja, die Kirche an sich haben wir unserem Kloster entlehnt. Das Dach dafür haben wir dem Wiener Dom entlehnt. Wir haben es digital bedruckt. Was bei uns, oder wo wir auch besonders stolz drauf sind, ist, dass wir die Farbgebung exakt auf die Ziegelstruktur abstimmen konnten und somit tatsächlich wirklich jeder einzelne Ziegel aussieht wie im Original lackiert. Also kann ich Ihnen nur sagen, liebe Zuschauer, ist wirklich ganz toll anzuschauen. Sie sehen es auch jetzt im Bild, auch die anderen tollen Neuheiten, die da so neben dem Faller-Car-System mit herumfahren hier, über das wir sowieso noch mal zu sprechen kommen. Kommen wir mal zur nächsten Spur N, denn die N-Bahner haben sich wohl immer so ein bisschen vernachlässigt gefühlt. Wirklich vernachlässigt gefühlt haben sie sich, glaube ich, durch uns nicht. Ich glaube, es gibt kaum einen Hersteller, der so viel im Gebäudebereich für N tut wie wir. Aber in den letzten Jahren war es tatsächlich so, dass die Rufe zum Teil nach Modellen, die wir in H0 gemacht haben, immer lauter wurden, dass wir sie auch in N machen sollen. Und am lautesten war das Ganze beim Bahnhof Horrem. Da wurden wir wirklich von einer Flut von Nachfragen überrannt oder überrascht. Und dementsprechend haben wir den Bahnhof dieses Jahr auch umgesetzt und sind dem nachgekommen. Aber es gibt auch Viadukte und viel Landschaft, habe ich mir sagen lassen. Es gibt, klar, Viadukte auf jeden Fall. Das Thema Schweiz haben wir dieses Jahr wieder für uns entdeckt, neu aufgelegt, in neuer Farbgebung auch wieder entsprechend Viadukte und Brücken bzw. Landwasserviadukt sogar mit den passenden Tunnelportalen aufgelegt. Und was man eben auch erwähnen muss, nach unserem enormen Erfolg, den wir im letzten Jahr mit dem Kloster Bebenhausen hatten, haben wir das Kloster Blaubeuren in dem Fall für die Spur N aus der Taufe gehoben und hoffen, dass die N-Bahner ähnlich enthusiastisch sind, wie die H0-Bahner es gewesen sind. Also ich denke mal, wenn das Modell so gut geworden ist, wie das Vorgängermodell in H0, braucht ihr euch wahrscheinlich keine Sorgen machen, denke ich mal. Die Kirmes-Achterbahn ist ebenfalls da, ist ja wirklich ein ganz großes Teil. Ja, das ist richtig. Das ist das größte Modell, was es im Kirmesbereich gibt.
Es ist auch ein Modell, was komplett überarbeitet worden ist. Es ist eine neue Variante, die Alpina Bahn, mit all den Ausgestaltungselementen, die dazugehören. Es ist keine irgendwie farbveränderte Wiederauflage, sondern wir machen 4 neue Werkzeuge für das Modell, entsprechend aufwendig. Es kriegt eine komplette Digitalbedruckung, wie wir es auch in der Vergangenheit mit anderen Kirmesmodellen gemacht haben, sodass es bei besserer Qualität leichter für den Bastler umsetzbar ist. Und wir hoffen, dass es ankommt bei unseren Kirmesenthusiasten. Glaube ich auf jeden Fall. Dann gibt es ein weiteres Modell, was ebenfalls sehr hübsch ist und das schön ist, ein kleiner Bahnhof, der sogar in Italien liegt, der Bahnhof Stamperia. Das wird ein besonders schönes Stück, denke ich mal. Absolut richtig. Es ist ein Modell, was mir besonders am Herzen liegt, weil es zeigt, wo die Möglichkeiten moderner Produktionstechnologien liegen. In den vergangenen Jahren haben wir immer wieder gemerkt, und das ist auch das Feedback gewesen, was wir von außen bekommen haben, dass Lasercut-Modelle zwar Kleinserienproduktionen möglich machen zum Teil, aber nicht unbedingt immer ein optimales Ergebnis liefern. Wir haben sehr, sehr viele Erfahrungen im Supern von Gebäuden, auch schon von Seriengebäuden im H0-Bereich in Kunststoff. Im Bereich Lasercut sieht man da bislang nicht allzu viel draußen. Was wir jetzt geschafft haben, ist die Technologie Lasercut-Digitaldruck zu verbinden. Wir haben wirklich künstlerisch gestaltetes Modell und es zeigt sehr eindrucksvoll, denke ich, was mit den heutigen Produktionsmethoden möglich ist. Und ihr habt nicht nur viel Erfahrung in Lasercut und im Häuslebauen, sage ich mal, sondern auch mittlerweile sehr viel Erfahrung im Fallacar-System, denn da gibt es ja auch was Neues. Wieder mal was Neues, richtig. Wie damals, wo wir uns das erste Mal gesehen haben. Genau so ist es, da war ich schon ganz beeindruckt davon. Jetzt gibt es ein sogenanntes Umbau-Kit. Was ist denn das? Genau, ein Do-it-yourself-Kit. Es steht unter dem Thema Build your own car, bau dein eigenes Auto. Wir sind jedes Jahr mit Hunderten von Nachfragen konfrontiert. Baut doch Epoche 3 Fahrzeuge, baut dieses Fahrzeug, ich möchte unbedingt jenes Fahrzeug haben. Und dieses Jahr haben wir es geschafft, eine sinnvolle Umsetzung zu finden, dass wir dem Bastler alles an die Hand geben können, selber ein perfektes Car-System-Fahrzeug aufzubauen mit seinen eigenen Teilen, mit seinem eigenen Fahrzeug. Das heißt, es besteht aus Motorhalterung, Lenkachse, Readkontakt, alles, was er braucht, um es eben gut umzusetzen und schön fahrbar zu machen. Und jetzt kann er sein eigenes Auto realisieren, sein Wunschauto, auch wenn es für uns vielleicht nicht wirtschaftlich wäre, das industriell zu produzieren. Also wenn er jetzt einen, sag ich mal, einen x-beliebigen Pkw-Typ gerne haben möchte, muss er sich nur das passende, nicht elektronisch fahrbare Modell aussuchen und setzt das einfach drauf und dann geht das. Also es gibt 2 Varianten. Zunächst werden wir in diesem Jahr die Lkw-Varianten eben vorstellen. Radstände sind bereits alle realisierbar in dem Bereich. Es wird mit Sicherheit auch nochmal ein Set geben, was dann Pkw-Modelle eben ermöglicht. Es wird auch da dem Bastler auffallen, dass nicht jedes Modell möglich ist. Also technische Grenzen, an die auch wir gestoßen sind, wird der Bastler unter Umständen dort auch erfahren müssen. Aber er wird eben die verschiedenen Varianten auf jeden Fall einsetzen können. Wir haben auch eine einfachere Variante noch mit dabei als das komplette Do-it-yourself-Kit. Da kann ich aus der Herpa-Serie, das MAN F2000 oder das MBSK, im Prinzip jede Farbbedruckungsvariante wählen und einfach aufsetzen. Das Chassis ist bereits fertig montiert, ich kann es auf die Fahrbahn setzen und es fährt. Also merke, momentan nur Lkw. Apropos Lkw, er dreht hier neben uns schon die Runde, der Holztransporter, und der fährt ohne Ladung. Hat er keinen Akku oder was? Genau, wir fahren dort jetzt ausschließlich mit Luft. Nein, also es ist tatsächlich so, dass natürlich uns selber es auch immer ein bisschen gestört hat, dass wir Akkus, alle Dinge, die eben Volumen brauchen, auf der Ladefläche unter potenzieller Ladung verstecken mussten. Bei dem Fahrzeug ist es uns jetzt gelungen, die gesamte Technik ins Führerhaus einzubauen. Insofern können wir es jetzt auch endlich uns erlauben, einen leeren Lkw fahren zu lassen. Aber das könnt nur ihr euch erlauben, die richtigen Speditionen glaube ich nicht. Da wird es dann teuer. Ja, auf meinem Spickzettel steht auch noch was von einer Bushaltestelle. Ich habe mir das angeschaut, ist ja toll. Also wir haben jetzt eben die Bushaltestelle ja schon eine ganze Weile, allerdings jetzt ein neues Set. Und das neue Set hat 2 große Vorteile. Zum einen, wir haben eine Steuerung, die anders als die Traffic Control, die vorher dabei war, eben explizit auf dieses eine Set zugeschnitten ist und dementsprechend natürlich deutlich kostengünstiger ist. Auf der anderen Seite bieten wir das Set mit allem an, das heißt auch inklusive der kompletten Fahrbahn. Es sind also die Laserstreet-Elemente für ein komplettes Oval mit dabei, mit der Bushaltestelle, mit allen Funktionselementen zum Einbau, eben bis hin zur Steuerung. Und so kann der Bastler, der einfach nur eine kleine Szene darstellen möchte, mit dem Set alles machen. Oder jemand, der einfach mal schauen möchte, ob ihm das System liegt, ob es ihm taugt, damit perfekt einmal alles ausprobieren.
Da wir gerade bei Elektronik sind und ich merke schon, es wird immer elektronischer, auch bei Faller. Gibt es noch dieses Relais-Modul? Was ist das? Das Relais-Modul ist für uns ein extrem wichtiger Artikel. Sehr unscheinbar auf den ersten Blick. Es ist ein Modul, was eben zwei bistabile, in zwei Schaltsituationen schaltbare Relais enthält. Es gibt uns aber unglaublich viele Möglichkeiten in Verbindung mit oder zwischen unseren eigenen Modulen und natürlich auch Fremdmodulen. So kann ich zum Beispiel von einer fremden Lichtsteuerung den Eingang nutzen, um einen Eingang an unserer K-System-Software auszulösen, der es dann ermöglicht, dass die Fahrzeuge passend zur Dämmerung auch bei uns das Licht einschalten. Oder ich kann zum Beispiel einen Servodecoder verheiraten mit einem Soundmodul, dass also Ton und Bewegung zusammenpassen. All diese Dinge sind mit dem Relais-Modul möglich. Das wird wahrscheinlich den einen oder anderen Elektroniker wahrscheinlich aufhorchen lassen, was da so alles geht und möglich ist. Und als letztes steht auf meinem Zettel, hoffentlich habe ich mir es richtig aufgeschrieben, Light-Genie. Was ist das? Das Light-Genie ist unser geniales Licht. Wir haben dort eine kleine Steuerungsplatine, die wir mit einer Fernbedienung im 2,4 GHz Bereich sowohl einstellen als auch ansteuern können. Es sind 12 Lichtausgänge, die ich mit bis zu 20 verschiedenen Lichteffekten in unterschiedlichen Geschwindigkeiten programmieren kann und dann einfach per Fernbedienung auslösen kann. So einfach kann Modellbau sein. Richtig, so lieber, soll es sein. Lieber Hendrik Mielke, vielen Dank für das kurze, knackige Gespräch. Aber ganz entlassen kann ich Sie noch nicht, weil wir beantworten vor der Kamera auch hier Zuschauerfragen. Und natürlich gibt es auch zu Faller eine Frage, beziehungsweise zwei Fragen. Und da schreibt ein Patrick Kentin aus Nistelrode, Niederlande, steht hier. Nur ein Wort, Krankenhaus. Ich weiß jetzt nicht so richtig, was ich damit anfangen kann, aber versuche es mal zu lösen. Also ich hoffe, er meint damit nicht die Branche oder unsere Firma. Ich gehe davon aus, er spricht von einem neuen Modell. Wir hatten in der Vergangenheit schon ein großes Krankenhaus als Exklusivmodell. Das Thema ist natürlich auch ein Thema, was Flächenbedarf hat, was aber auch natürlich tolle Möglichkeiten bietet, mit dem K-System in Verbindung mit einem Rettungswagen zum Beispiel Szenen nachzustellen. Ich kann mir gut vorstellen, dass wir auch in der Zukunft wieder Krankenhaus haben werden. Also lieber Herr Kentin, er hat es im Hinterkopf. Also die nächste Frage ist ja etwas weniger zum Modellbau, aber mehr zur Ökonomie. Ein Sven Pollmann aus Bremen fragt, wie entwickelt sich Kirmes Modellbau? Hat Faller das Gefühl, eine Grenze erreicht zu haben, was machbar und unternehmerisch noch vernünftig ist? Sicher keine ganz einfache Frage. Es ist tatsächlich so, dass wir nie glauben bei uns in der Entwicklung, dass das technisch Machbare erreicht ist. Die Entwicklung geht auch dort immer weiter, die Miniaturisierung geht weiter, Steuerungstechnik geht weiter. Also in dem Bereich haben wir sicher nach wie vor viele Möglichkeiten. Wir wissen wohl, dass die Gemeinde der Kirmesmodellbauer ein bisschen kleiner geworden ist. Die sehr treuen Kunden ermöglichen uns aber nach wie vor dort durchaus wirtschaftlich Modelle zu präsentieren und wir werden dort die Gemeinde auch nicht hängen lassen. Es ist natürlich heute nicht mehr so einfach, ein großes Modell mit 14, 15 Werkzeugen für über 250.000 Euro Invest mal geschwind umzusetzen und in zwei Jahren zu amortisieren. Wir können aber auch in der Zukunft mit Sicherheit noch neue Modelle machen, Formneuheiten machen und ich bin mir ziemlich sicher, dass wir nächstes Jahr da auch noch mal was sehen werden. Das denke ich auch. Und liebe Zuschauer, wenn Sie noch weiteres von Faller sehen wollen, können Sie natürlich auch gerne auf der Homepage bei weiteren Neuheiten blättern, denn wie gesagt, unsere Sendezeit reicht bei Weitem nicht aus, alles vorzustellen. Könnten wir ganz im Takt reden miteinander. Und natürlich auch bei modellbahnshoplippe.com, dort können Sie ebenfalls Ihre Faller-Favoriten bestellen. Lieber Hendrik Mielke, vielen Dank für das kurze, knackige Gespräch, hat mich sehr gefreut. Das Jubiläum ist noch vier Jahre hin. Viereinhalb. Wir zählen die Jahre. Wir freuen uns bis auf nächstes Jahr. Vielen Dank. Vielen Dank auch für Ihren Besuch auf unserem Stand. Bis zum nächsten Jahr.